So, und es geht auch gleich weiter. Ich würde sagen, wir nehmen die letzte Dungeon-Karte, dann haben wir ein bisschen Platz. Und gucken wir mal, was wir hier so finden. Und ich denke mal, das wird dann auch der letzte Part für heute erstmal. Wenn ich überhaupt weiterkomme. Gruft. Ah, Stufe 15. Super, das lief eigentlich ganz gut. Wieso hast du auf mich geschossen, du Lümmel? Hab dir nichts getan. Na gut, wer sterben will, ist halt so. So, das Hebel, kann ich den irgendwie aktivieren? Heiltrank. Das ist wunderbar. Ist eigentlich richtig gut, dass ich hier die Dinger ablass anzeigen. 160. Die verzaubert wäre natürlich super. Ist egal. So, den Hebel muss ich irgendwie anders aktivieren. Ein kritischer Explosionsschuss. Alter, das muss wehtun. Ich probiere es mal mit einem Verfolgungsschuss. Wo es eigentlich egal ist. Vielleicht nicht so eine schlaue Idee, da rein zu rennen. Aber das kriegen wir schon hin. Haben sie überlebt. Ich liebe so ein Crit-Ding einfach. Ja, aber hat sich gelohnt. Ach, komm schon. Wunderbar. So, wo ist mein Tierlein? Oh, Schaden reflektiert. Ja, nö. Rüber, rüber. Weg damit. Wunderbar. Weißt du was? Weg mit denen. Und dann kommen die nämlich nur noch die Großen. Oh, ich würde sagen, das läuft. Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot. Ah, ich muss diese Statuen alle irgendwie. Okay, ich verstehe. Na ja, gut, sind halt Skelette, ne? Die haben halt nicht mehr so viel
Brain. Das bedeutet, da muss man dann schon den Viechern zugutehalten, die sind dafür gemacht, blöd zu sein. So, was haben wir denn hier bekommen? Wieder ganz viel Zeug. Oh, Schnappschlosspistole. Ja gut, er hat 3 verzauberte Sachen. Ja, dafür 2 Sockel. 12 Rüstung. Ja, ich denke mal, 5 Rüstung ist mir dann... ist es mir dann doch wert. Okay, das... muss ich gucken. Schwere Lederarmschienen, das ist das gleiche. Okay, Schnuppenschutz intelligent plus 9 Mana. Und hier haben wir einfach nur 22, 25 Rüstung. Ja. Der intelligente Schuppenschutz ist mir wesentlich angenehmer. Hallo? Sollte das Ding nicht aufgehen? War da nicht irgendwas? Oder geht die Tür erst... oh, 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 was ist da oben los? Da will ich nicht hin. Ganz gut, dass ich von hier unten schon mal ein bisschen was machen kann. Ich weiß nur nicht, ob das so gewollt ist. Aber durch den Explosionsradius kriegen die halt ordentlich Schaden. Ich nehme hier aber trotzdem mal den zielsuchenden Schuss. Was machen die Skelette da oben? Nicht ausreichend. Oh, der Explosionsschuss frisst wirklich nicht so viel. Ich habe nicht genug Mana. Aber dafür kriegen wir genug Mana-Tränke. So, was macht denn mein Laser? Weißt du was? Wasser ist nass. Ja, ich beschwöre mir einmal ein paar Skelette. Die sollen ja schon mal ein bisschen aufräumen. Die schicke ich dann einfach ein bisschen vor. Dann habe ich nämlich keine Probleme. Und kann dann in aller Ruhe hier fett aufräumen. So. Oh. 3 Bonus auf Attribut Geschicklichkeit und Magie. Das ist super. Das ist super. So, was haben wir hier? 2 Bonus und Feuerresistenz. Aber erhöhte Erfahrung, erhöhte Erfahrung. Ich glaube, Geschicklichkeit brauche ich jetzt nicht so dringend. Sage ich mal ganz ehrlich. Ich habe nicht genug Mana. Dann mach's normal, Mädchen. Ja, die Schublade hat ordentlich rausgehauen. Ah.
weißt du was? Ihr Ruhm ist gestiegen. Jawohl, mehr Crit, mehr Crit, so will ich das sehen. Erstmal alles looten. Mist. Komm her. So, was haben wir denn hier bekommen? Ich glaube, Stiefel bin ich eigentlich mit allem sehr glücklich. Das könnte natürlich gut werden. Das mal rüber. 150, da war der aber zwei Sockel, der nicht, okay. Giftresistenz, Zurückwerfenresistenz, 4 Rüstung gegen und 4 Attribut auf Magie. Was habe ich hier? Ach nee, die Schuttenstulpen sind einzigartig. Die werfe ich nicht weg. So, die kann ich weghauen. Komm, Elementarschutz auch. Super. Hallo, danke, ich würde gerne. Ja, jetzt kommen hier ganz viele Gegner, das ist mir schon klar. So, Stufe aufgestiegen. 41 habe ich ja gesagt. Genau. Abenteurer, wunderbar. Und jetzt kann ich nämlich auch das tragen. Dann kann das rüber. Mhm. Das kann ich auch tragen. Und das kann rüber. Jawohl. Sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. Perfekt. So, was sagt mein Nachtara? Mein Nachtara sagt Miau. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Kann die Kleine mal Sachen verkaufen gehen. Ruhm, ja, ist alles relativ gut gestiegen. Ja, Mana-Trank darf ich natürlich nicht vergessen, auch wenn ich die wahrscheinlich nie so wirklich brauche. Ich mal ganz kurz überlegen, was meine Skills so machen. Ja, Stufenaufstieg würde ich erst nochmal auf Abenteurer setzen. Auf den Abenteurer-Skill. Ja, auf Stufe 18. Boah, 18% ist natürlich schon übel. Und den explosiven Schuss. Aber hier, das würde ich auch gerne machen. 36. Nächste Stufe, 48% Bonus und 4 auf kritisch Schaden. Das ist natürlich auch ziemlich gut. So, hier gibt es keine Monster. Hallo Hebel. Boah, der hat mir einen Crit reingehauen, die Drecksau. Hallo, ich hab... Achso, ich drück die ganze Zeit 5.
Gleiter ist zurückgekommen. Oh, 1400, das ist gut. Ich habe nicht genug Mann. Ja, dann hau drauf. Gab das jetzt wenigstens Ruhm oder nicht? Sie haben eine Falle ausgelöst. Nein, ich bin gestorben! Eingang mit einem Verlust von 300 Gold oder... Nee, ich mach hier weiter. Fuck! Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Oh, ärgerlich. Okay, warte mal, was haben wir denn hier? Kann weg, kann weg. 5 Rüstung plus 7 Rüstung gegen Punkt, 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 Stufe 15. Nee, komm. Weg damit. Boah, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Das bedeutet, hier runter geht's. Es ist natürlich ärgerlich, dass ich jetzt so viel Ruhm und Dingsbums verloren habe, aber es ist eigentlich nicht so schlimm. Elaine, nach Ara. Aber irgendwie habe ich das... Oh, ich habe jetzt so viele Heiltränke verkauft, ne? Ich meine, schlimm ist es jetzt nicht. Mach ich nochmal eine Heilung. Eine Doktorheilung. Oh, jetzt. Oha. Hinüber? Warum gab das keinen Dingsbums? Warum gab das keine XP? Ruhm meine ich. So, erstmal ein paar Skelette beschwören. Man weiß ja nie. Mal alles heilen. Lass mich raten, jeder Hebel holt jetzt ein paar Spinnen aus dem... Das läuft eigentlich ganz gut. Ich finde es halt schön, dass die immer so in Scharen kommen. Das kann ich eigentlich mit meinem Explosionsschuss relativ viel holen. Ich habe wenig Mana. Dann nimm davon ein. Wunderbar. Hat eine Spinne in der Ecke versteckt. Gut. Ich nehme an, jeder Hebel macht halt irgendwas auf. Ja. Und es kommt wieder. Ja, es war klar. Aber das ist kein Problem. Ich
eigentlich alles kein Problem. Mana nicht ausreichend. Wunderbar. Jetzt kommen wieder Gegner, glaube ich. Ja, die Skelette Mana schon. Lass bloß mal nach da rein, Rodo Lümmel. Komm. Ja, war klar. Nö, die Spinne gab keinen Ruhm. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Hier kommen bestimmt noch mal ein paar Viecher her. Oh, okay, die Brücke ist offen. So, ein paar Skelette. Die Skelette sind einfach super. Die hauen mir so viel Zeug raus. Eine Falle wurde ausgelöst. So, Verzauberung. Ich kann hier einmal gratis verzaubern. Glück ist auf ihrer Seite. Jawohl, das lief gut. Warum habe ich keinen Gürtel an? Moment. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. So, 150, 136, weg damit, weg damit, weg damit. Ein besserer Handschuh mit zwei Sockel. Erfordert Stufe 18, erhöht jeglichen Giftschaden um 3%. Nee. Was haben wir hier? Nein. Oh, zwei Bonus auf Attribut Magie. Nee. Was haben wir hier? Oh. Ah, das ist ein richtig schönes Gewehr. Plundergewehr des Giftes. Plus, oh, das macht richtig Schaden. Ich glaube, wenn ich das mit dem guten Giftding einsetze, dann ist es vorbei mit Spaß. Ja, ich würde sagen, es läuft. Nicht identifizierte Haube. Mach's gut, Skelett. Was haben wir hier? Erfordert Stärke 8. Oh, das wäre natürlich auch nicht schlecht, aber so viel Stärke habe ich nicht. So. Magie 20, von daher. Perfekt. Ja, wir haben das Portal gemacht. Die Dunkelkarte. Dungeon-Karte, Entschuldigung. Super, das war schon mal ziemlich gut. Und das Gewehr, was ich habe, ist wunderbar. Guten Tag. Ich hab zu tun. Alles klar. Wenn du zu tun hast, hast du zu tun.
Ich brauche noch ein paar Identifizierungssachen. Aber ein bisschen geldmäßig. Hey. Naja, Mina, aber der geht mich auf den Nerv. Hey. Hi. Oh, super Heiltrank. Bin ich schon so weit? Guten Tag. Jo, vielen Dank. Gibt's irgendwas, was ich will? Weißt du was? Ich gehe mal zum Alchemisten. Hey. Das Glück ist Ihnen hold. Nicht identifizierter Ring. Magie und Feuerschaden. Och, komm schon. Das ist Müll. Was kann ich für Sie tun? Okay, was sagen denn meine Quests? Ja, finde die Bibliothek des Ops. Habe ich das nicht gemacht? Oder muss ich da einfach weiter? Wassmann hat dich gebeten, in einem Gebiet, der unter Wasser liegt, ein Stück schimmenden Glutstein zu finden. Ich möchte, dass du auf Ebene 10 schlägst, damit das Lied über dein Kampf. Okay, alles klar. Dann nehme ich einfach das Portal, was ich erstellt habe. Das ist ja hier bei dieser Tussi. Und dann machen wir beim nächsten Mal hier einfach weiter. Ich mache jetzt, glaube ich, generell eine Pause. Und bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe ich zumindest. Ihr könnt gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Und mir eure Gedanken mitteilen. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas bringt, wenn ich das nochmal definiere. Naja, so ist es halt. Hier, mach's gut. Ciao.